Was geht ab, mein OZ-Fighter Ozer hier, und ich habe das Team jetzt ein wenig umgestellt. Ich weiß, ich bin irgendwie dennoch nicht zufrieden, aber ich habe mir auf jeden Fall mal die Zubehör durchgelesen. Die haben es echt in sich, vor allem die Zubehör, die dir eine neue Fähigkeit geben. Zum Beispiel Cool habe ich die Fähigkeit gegeben, dass er nur in Runde 1 zweifache eigene Kraft und Abwehr hat, so wie Betäuben verhindert, weil ihn werde ich als Elite-Kämpfer auf jeden Fall vorne setzen. Und also und fortfahren, da gibt es wirklich geile Sachen. Kale und Goku werde ich in die zweite Runde setzen. Und Goku bekommt dann quasi als Angreifer dauerhaft 5000 Kraft. Und Betäubung wird in dieser Runde verhindert. Das ist sehr gut, weil er ist ein Berserker-Typus und die haben an sich wenig Ausdauer. Deswegen habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Wobei ich gerne, dieses Team mag ich wirklich, also es hat mir am Anfang an schon gefallen. Was ich hier quasi in Zukunft ändern werde, ist wahrscheinlich einen weiteren Supporter, einen Special-Charakter reinhauen. Ob es jetzt der Daishikan ist oder sofort, sei mal dahingestellt, für Trunks Zukunft. Und wahrscheinlich für Son Goku Zeno werde ich, wenn ich den King Vegeta habe, reinhauen. Und vielleicht noch statt Vegeta irgendeinen anderen guten Hero-Charakter. Wie gesagt, mit der Zeit auf jeden Fall. Aber wir wollen ja mal neue Charaktere sehen. Deswegen habe ich mal das Team mir ein bisschen genauer angeschaut, sag ich mal. Ich habe im letzten Part auch ein wenig, war ich auch selbst verschuldet, dass die ein oder andere Fähigkeit von dem Kraken nicht aktiviert ist. Zum Beispiel, dass Bardock sich nicht verwandelt hat, weil ich ihm durch den Zubehör eine andere Fähigkeit gegeben habe. Das war so mein Fehler. Da habe ich einfach random irgendwelche Zubehör gegeben. Aber das sollte jetzt auf jeden Fall auch funktionieren, dass Bardock dann sich demnächst in einen Kampf transformiert. Und wie gesagt, wir fangen mal bei dem Kampf an, was wir letztes Mal nicht gesehen haben. Wir sind jetzt hier richtig, aber auf Kapitel 1. Da haben wir noch nämlich auch eine Stage, wo wir nicht drinnen waren, außerhalb von den Dimensionsriss und so fort, Freunde. Dimensionsriss, also ich will nicht sagen, dass ich die Story durchraschen will, aber so Sachen wie Dimensionsrisse und Arcade-Modus werde ich wahrscheinlich eher dann nach der Hauptstory machen. Also mal wieder hier reingehen und mal Dimensionsriss reinschauen und so und was da abgeht. Oder Arcade-Modus. Hier waren wir noch nicht, Freunde. Ansonsten haben wir, wie gesagt, alles erledigt, außer die Dimensionsrisse und so fort. Deswegen lasst uns das hier noch uns anschauen. Da war auch eine Senno-Kugel. Und genau, mal gucken, was hier dann gleich abgehen wird. Also, da hörst du mich. In deiner Nähe gibt es einen Vorfall. Ist schon wieder Unheil im Gange, eine Anomalie vielleicht? Ich weiß nicht genau. Geh hin und überprüfe die Lage. Ich komme bald nach. Alles klar. Schauen wir mal, was da abgeht. Was ihr da habt, da vorne ist auf jeden Fall irgendwas los. Hey du, das ist doch die alle aus dem Laden. Was geht? Beim Gott der Zerstörung, das ist der große Sailman 2. Was machst du hier? Das Gebiet ist jetzt gesperrt. Ey, ich bin auch ein Sailman. Red nicht so mit. Ein Überfall zum ist der Täter bereits auf dem Weg in den Knast. Oh, dann ist der Fall abgeschlossen. Nicht wirklich, er hat ja noch einen Partner. Wir durchkämmen noch die Umgebung. Sag mal, du scheinst es aber sehr ehrlich zu haben. Hat das einen Grund? Dieses Tonfall, sie muss mich für eine der Übeltäter halten. Hey, ich bin der Sailman 4. Was ist los mit dir, sag mal? Meister, ist es vielleicht der Kopf eurer Verbrecherbande? Lol, kennt ihr den Great Sailman Train nicht? Es gibt einen Nummer 3, lol. Ja, der hatte keine Ahnung davon. Na klar, du bist die 4, da denkst du dir doch aus. Komm ran, ey! Die will doch kämpfen. Hey, warte! Chotto, mate! Komm ran! Ah, das. Jetzt bin ich gespannt, was der zu sagen hat zu ihr. Komm zurück, du Lügenbold. Oh, meow! Die wissen nichts voneinander. Ozer, was zur Hölle ist los? Du bist also der Gangster-Boss, der mit dem Sailman-Titel um sich wirft, wie mit Konfetti. Gangster-Boss, oh je, tolles Kostüm hast du da, das muss man dir lassen, aber ich werde keine miese Tat ungestraft lassen. Oh, die Legende, Great Sailman 1. Jetzt geht's ab, 1 und 2 gegen 3 und 4. Eine wirklich heikle Situation, die wissen nicht mal voneinander, nicht wahr? Du siehst auf jeden Fall stark genug für einen Sailman aus. Diesmal müssen wir mit voller Kraft kämpfen. Kommen wir nicht weiter, also gib alles. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt verlaufen wird. Natürlich nehmen wir unser Great Sailman 4 Kostüm in unserem Kampf rein. Über einem Co-Bosskampf schließt du dich mit dem Verbündeten zusammen, um den Gegner als Team zu besiegen. Selbst wenn einer der Verbündeten verliert, bleiben die TP des Gegners unverändert, wenn der nächste Verbündete sich den Kampf anschließt. Wenn alle drei Mitglieder deines Teams verlieren, schlägt die Mission fehlen. Oh, ich nehme mal Frost mit diesmal, let's go. Okay, wahrscheinlich ist es. Ah ja, wir hatten mal so einen Dreifachkampf, das ist wahrscheinlich ähnlich hier, nur jetzt mit zwei Charakteren, schätze ich mal. Oh nein! Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Ach so. Ich will mit meinem eigenen Deck kämpfen, ich dachte schon. Wahrscheinlich im Koop-Kampf ist gemeint Great Sailman 4 und ich gegen die 2. Ja, sieht doch schon mal viel besser aus. So, let's go. So, Dele. Oh mein Gott, was ist denn da, ey? Mach hin, ne Fliege. Alles klar, jetzt steht eine Fliege da, keiner weiß. Senno-Kugel, die gehört mir. Ey, bitte, stören Sie nicht. Gehen Sie da weg, bitte, vom Monitor. Keiner weiß. Wir nehmen ihn auf. Der hat keinen Bock, da wegzugehen. Okay. Round one. Fuck. Aua. Kacke Platz für Geist. Was war das? Ah. Jetzt sieg so. Also, keine Betäubung möglich. Genau das will ich sehen. Die sagt, komm mal nach hinten.
Die sollen zwar beruhigen und ansonsten können die Hero mal hier ran. Ah ja, machen wir das mal so. Let's go. Let's go, meine Chance auf Merke perfekt erhöht. Okay, die greifen zuerst an, nicht schlimm. Ja, wann ist 17.000 schon viel? Komm her, komm her. Zu viel Ausdauerschaden stark erhöhen, oh je, shit. Nein, aber. Der hat sofort einen super Angriff. Okay, das ist ein schwerer Gegner. Ich merke schon, er weckt den Sturmmodus. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe, Junge. Kreis, kreis. Was? Der sagt meine Ausdauer von meinem Unterstützungsbereich. Habe ich das gerade richtig gelesen? Oh ja, okay, das ist ein schwieriger Gegner, wie es aussieht. Okay, ja, komm nur ran, Mädel. Oh mein Gott, das zittert ja komplett. Aber alles gut, Shinigan ist aktiviert. Jetzt bin ich aber dran, komm mal ran, Madame. Wie cool Xenobardock aussieht. Bam! Oh, fast ein Perfect. Welchen Perfect schafft er es nicht? Oh, die haben auch übel viel Leben, fällt mir gerade auf. 35.000. Okay. 32.000. Oh mein Gott. Nice. Oh, let's go. Erfolgechance. Brrr. Okay, jetzt, wie gesagt, The Legend of Berserker Goku. Ich kann seine Animation leider nicht zeigen, die Extreme Drachenfaust. Ich werde sie dennoch machen. Die hat leider einen Claim, wie gesagt. Ich hoffe, in Zukunft wird das irgendwie geregelt. Aber ich kann, vorerst muss ich sie rausschneiden, leider. Also wundert euch das Ding nicht. Aber ich werde sie trotzdem machen, weil die macht wirklich viel Schaden. Da gehen die Kämpfe einfach schneller vorbei. Jedenfalls, weil will ich all out gehen. Ich denke, die Heroes kann ich trotzdem hier behalten. Aber wenn ich reinbringen will, ist auf jeden Fall dann die Berserker. Und mit dem gebe ich mal vielleicht... mein Cooler, die Ulti, wie immer. Obwohl Cooler, bei dem zittert einfach legit alles. Egal, machen wir das Ganze mal so. Jetzt, jawohl, beide transformieren sich. Oh mein, yeah, ich werde zum Super Saiyajin 3. Ich weiß gar nicht, ob ich das übel schnell bewegen muss oder ob ich auch ganz schön langsam machen kann. Irgendwie funktioniert das trotzdem. Super Saiyan 3 Bardock. Oh, cool, cool, cool. Damn. Also müssen wir zu viel Schaden erhöht. Oh, jetzt kommt Kayla auch. Berserk-Modus. Achso, der ist aufhören. Okay, nice. Sehr schön. Eskalation. Keine Kurbangriffe möglich. Die dreht durch. Die ist kaputt. Die dreht jetzt komplett durch. Wir gehen mal auf Ding. Videl, wenn es Berserker-Typ ist. Wenn wir ihre Ausdauer runterbekommen, ist auf jeden Fall nice. Dann können sie betäuben nämlich. Boah, wie viel? 17.000. Krass, krass, okay. Die haben echt viel Kraft, ey. Ohne Spaß. Los geht's! Geht nicht anders, Phase. Ja. Bam! Bam! Mann, der Kyoshoringa. Komm, Kayla hat übel viel Ausdauer. Vier Balken. Zweifach zu Schaden, okay. Boah, die haben volle Heldenenergie. Willst du mich verarschen? Oh, ich muss kontern, sonst macht die einen super Angriff. Oh nein! I don't wanna know. It's not good on a love. War das hier super Angriff? Wie der ist betäubt! Das wollen wir nicht sehen! Das wollen wir nicht sehen! Bardock, jetzt komm mal, zeig mal dran! Zeig mal dran! Zeig mal, was du drauf hast. Mirakel, da haben wir uns doch gerettet. Beide haben einen super Angriff, sehr schön. Bardock schon mit 4 Heldenenergie. Ne, 5, das gefällt mir. Sehr schön. Was ist das? Ah, komm her, okay. Oh, Dokkan Bardock! Oh mein Gott, wie cool! Jetzt komm ran! Kale, die bricht dir deinen Nacken. Mal, sorry. Ja, aber guck mal, die Sache ist auch,
Ja, okay. Im Endeffekt, das Team, was du vorgespielt hast, da war es ja egal, ob ich die Kämpfe gewinne oder verliere. Weil, wenn ich meine CAs die aktivieren sich trotzdem dann nicht. Jetzt haben, glaube ich, nicht alle Runde Zeit CAs. Berserker hat es logischerweise. Ich skip das mal bei dem. So viel Aufwand für so wenig Schaden. Wow. Big Plays. Big Plays. Big Plays. Big Plays von Bardock. Also bitte, was war das, Bardock? Hä? Bardock? Hallo? Was war denn das, Bardock? So viel Aufwand für so wenig Schaden. GG. Also legit GG. Keine Betäubung, das will ich sehen. Oh mein Gott. Senno, mach was. Oje, oje. Kann ich Firma zuerst anzumachen. Ey, merkt schon, ich weiß, ich komm, ja, nee. Das Team davor fand ich geil, um ehrlich zu sein. Da waren halt alle auf eine Zeit ausgelegt, das war so mein ich, mehr oder weniger. Natürlich Logo, in Zukunft vielleicht auch andere Teams spielen, so andere Kombis, tralala, aber ihr merkt schon, ich bin auch noch nicht ganz warm. Ich weiß auch nicht, was welche Charakter genau drauf hat. Und die, weiß nicht. Die sagen mir nicht zu, um ehrlich zu sein, bis jetzt. Okay. Naja. Kann natürlich auch sein, dass ich sie falsch spiele, so ist nicht, aber. Weiß nicht, ich habe mir jetzt noch nicht allzu viel Zeit genommen, die Charaktere mir genau anzuschauen. Bis jetzt. Aber schon nervig. Von Bardock habe ich übel viel erwartet zum Beispiel. Keiner weiß was mit dem, was war das? So viel Aufwand für so wenig Schaden war das legit. Jetzt kommt, sag mal, was du drauf hast. Bam. Was? Das war kein Perfekt. Jetzt hat super Angriff geeint. Bam! Ja, okay, das macht viel Schaden. Okay, der. Achso, die leben noch. Okay, jetzt aber nicht mehr. Ja, ihr seid eh da und ciao. Oh, jetzt muss auch noch die. Ja, warum immer Overkill? Mach Schluss! Mach hier Schluss! Kein Overkill! Ja, Schluss, passt, danke. Alle sind zufrieden. Hey, yo! Alright! Sehr schön, wir haben einen super Dragon Ball erhalten. An der Stelle sehr gut. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es gleich weitergeht, ne? Batterieleistung ist. Oh je, Mini. Bitte, kannst du mal für heute langsam machen, mein Freund. Wir wollen noch diesen Part aufnehmen, dann ist Schluss. Bitte. Alright, warte, sie sagen die Wahrheit, das hat der Kampf gezeigt. Ach, echt? Ja, ja, Schuckamp. So kein reines Ski, das habe ich die ganze Zeit versucht zu sagen. Ich bin froh, dass dieses Missverständnis jetzt ausgeräumt wurde. Vor allem das Ski von Cell mit 3 hat etwas an sich, es kommt irgendwie bekannt vor. Das ist einfach mein Ki, haha. Also es ist nur so ein Gefühl, nicht Sinn, den man unbedingt nachgehen muss. Puh. Und es tut mir leid, dass ich vor falsche Schlüsse gezogen habe. Alles gut, alles gut. Alles gut, ja, überhaupt, alles sehr gut. Vielen Dank für das Kommentar. Danke, ciao. Ja, wenn man sich. Danke, ja, okay, alles cool. Ja, alles cool. Ja, du bist cool, ich bin cool. Ich bin Great Simon 2. Ich bin Great Simon 1. Ich bin Great Simon 2. Ich bin 4. Das ist 3. Die machen noch die Pose hier. Keiner weiß. 3! Ole, ich mach mit. Urle. Okay, sehr schön. Gut, dann hatten wir das jetzt auch gemacht. Wie gesagt, die Stage wollte ich auf jeden Fall machen. War eine schwierige Stage. Jetzt machen wir aber ein Kapitel weiter. Bei sie lassen das. Gut, dann machen wir das so. Und ja, ich werde das erste Team nutzen. Ich werde das erste Team nutzen, Freunde. Ich mache mir dann Gedanken drum. Bei so Online-Kämpfen, dass wir dann verschiedene Team-Setups nutzen. Oh, währenddessen betrat ein anderes Heldenteam ein Reich, das den meisten Sterblichen verwehrt blieb. Hier rüber bitte, wir müssen uns vorbereiten. Oh mein Gott. Jetzt ein Kaioshin-Avatar. Oh. Ah, dich natürlich, das ist auf der Mission, du musst entsprechend aussehen. Was? Ich sehe zwar bereits gut aus, aber ich werde deine Modetipps weitergeben. Ach ja, dann musst du hier bleiben, fürchte ich. Was? Noch nie? Oh, wie geht das? Jetzt ist nur schlimm, probier es mal wenigstens an. Bla bla, aber das ist zu dämlich, ich da schön, dann mehr mit verschiedenen Klamotten. Ey, was? Was ziehen die an? Ey, ey, zeig mal bitte. Ah, die haben die Xeno-Klamotten. Aber was heißt Xeno? Die Dragon Ball Heroes? Doch, das sind Xeno. Xeno-Klamotten. Geil! Xeno Goku und Xeno Vegeta. Wie cool! Ich finde, die Klamotten sehen cool aus, finde ich. Vor allem, wenn Goku in den vierfachen Modus geht.
Das sieht richtig geil aus bei dem. Dreifacher sah auch schon geil aus mit den Klamotten. Ja, ist aber irgendwie komisch, was anderes als Magie zu tragen. Gewöhn dich dran. Ihr zwei werdet jetzt bestimmt nicht den endlosen Gelaber zu hören. Lass endlich loslegen. Danke. Gerne, lass uns gehen. Ja, okay, klar. Einen kleinen Moment noch, bitte. Geil. Sie lassen das. Sehr schön. Bisschen Action wieder hier bringen in die Bude. Muss auch wieder weitergehen. Sie lässt Shift ein. Der soll ruhig eintreffen. Der soll ruhig kommen. Währenddessen waren die Helden mit zwei furchtbaren Gegnern beschäftigt. Cell und Freezer, die sind ja allein ja schon schlimm genug. Ihr beide habt für heute wirklich genug angerichtet. Ohoho, so sieht man sich wieder, Dragon Ball Helden. Das sind also, erkennt uns. Ich habe mit euch ungeziefer noch ein Hühnchen zu rufen. Oh, wie breit ich es gemacht habe. Ja, komm mal ran. Die Spur der Zerstörung war nur ein Köder, um euch hervorzulocken. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er gut bekommt, aber das Glück bleibt uns wohl verwehrt. Die Ki ist anders als vorher. Sie sind stärker. Viel stärker. Und mit dem Riesling sollen wir uns prügen. Ist das dein Ernst? Tut mir leid, Kerl, oder ich wünschte, ich könnte euch helfen. Wenn immer noch durch den Kopf, dass die Entzug neulich spricht. Hohoho, darauf habe ich gewartet, auf den Moment, nämlich alle Süße nach Rache nehmen kann. Danke, ja. Wie breit es sich immer macht. Komm ran, Junge, du in deine perfekte Form. Komm, Tranzer, Mann. Ikuso. Alles klar, dann wollen wir uns das doch mal hier ansehen, was hier jetzt abgeht. Ja, ich habe wieder das erste Team genommen, Freunde. Mit dem Team bin ich irgendwie, ja. Keine Ahnung, es gefällt mir irgendwie. Feuer. Es ist jetzt auch nicht bahnbrechendes Team oder so, aber es gefällt mir einfach voll. Ist mir auf jeden Fall. Schon meine Elite-Spiele raus. Der sagt dann nämlich 102. Und die. Okay, die haben 2, die haben 3. Was? Ich so. Hey, jetzt kommen sie ran. Bam. Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. Das freut mich. Bam. Ja, ja, siehst du, das ist schon viel geiler, Mann, ganz ehrlich. Raus mit euch. Tja, jetzt, was hast du drauf? Geht in Schandesphase. Polizei sind eh weg. Brauche ich gar nicht so anzustrengen. Oh mein Gott, Mo. Ah. Da waren wir zu vorherig. Aua. Oh je, der ist betäubt. Darf ich nicht. Jetzt aber. Kraftbruder-Chance, her damit. Genau. Wir senken Messer seinen Angriff. Legit die Animation dauert sogar mir zu lang. Hier, Angriff setzen. Senken. 60%. Kraft meine ich. Runter damit. Kraftstufe, weg damit. Runter damit. Wir wollen zuerst angreifen, weil jetzt schüre ich einfach mein ganzes Tier-Ace. Und dann ist easy going. The Dead Machine. Das macht eh keinen Shit jetzt. Dann geht man mal die Ulti. Ey! Mal Faller hier. Ich so. Easy! Und jetzt ist quasi egal, ob ich ein Schild gewinne oder nicht. Und aber selbst das, Freunde. Das ist wirklich basic aller Basics, also es ist kein Vergleich zu Teams oder Teams, die man bauen kann. Ja, da geht noch viel, viel mehr auf jeden Fall in die Strategie. Das ist wirklich richtig basic einfach. So, für die Story passt das auf jeden Fall. Genau, weil viele Charaktere starten ab Runde zeigt, wie gesagt, ihre CAAs, TAAs, was weiß ich. Also die ganzen Active Abilities. Und egal, ob du da die Aufladungseinstellung gewinnst oder nicht, sie aktivieren sie. Und da geht es eben drum, hauptsächlich greift zuerst an. Und deswegen habe ich auch quasi ein Kampfmodul mit am Start. Und an sich, guck mal, wie viel Schaden wir machen, das ist gestört. Nice. Jawohl, betäubt. Berserker Kakarotto.
Ja, den skippe ich. Bei dem skippe ich sein Ding. Auf jeden Fall. Der ist eh schon down. Guck mal, ja, perfekt. Siehst du. Geil, geil, geil. Oh, ey, mach doch langsam. Der ist fertig. Was machst du da noch? Chill doch. Lass ihn doch in Ruhe leben. 22.000, siehst du. Delicious. Sehr schön. Sehr cool. So viel dazu. Guck mal, das ist doch viel angenehmer. So viel angenehmer hier. Richtig, richtig. Aber wie gesagt. Soll nicht heißen, dass ich keine anderen Karten spielen werde in Zukunft. Was soll ich schon machen? Aber ich muss mir da einfach das Team genau ansehen. Bei dem Team habe ich schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Das vom letzten Part und am Anfang, das habe ich mehr oder weniger zusammengeklatscht. Und da seht schon, da hat. Das hat vorne und hinten nicht geklappt, sag ich mal. Muss man sich schon auf jeden Fall Zeit dafür nehmen. Und wie gesagt, dieses Team kann ich auf jeden Fall auch noch verbessern. Ich hätte gerne einen Special-Charakter, Supporter und King Vegeta zum Beispiel. Oder ich spiele die Combo aus mit Celzin und Gogeta für die erste Runde, dass ich die zweite Runde noch mehr buff. Ich habe wirklich sehr viel zu tun, Freunde. Da kann man wirklich sehr viel tun. Ja, und an der Stelle könnt ihr auch gerne uns wissen lassen in den Kommentaren, was für Teams ihr so habt, was für Teams ihr nutzt. Tralala. Was soll's. Und genau, nun hilft euch auf jeden Fall gegenseitig aus. Ist immer willkommen. Immer willkommen auf jeden Fall in den Kommentaren. Feedback, wie gesagt, auch gerne. Und wenn ihr irgendwas sehen wollt, einfach Bescheid geben. Und guck mal, jetzt habe ich jetzt mal gelassen. Ihr seht schon, das dauert schon ein bisschen Zeit. Nee, ich habe jetzt nicht aus. Ich werde also diesen Part werde ich nicht ausschneiden, weil ich da viel geredet habe. Richtig, so nicht nachlassen, dann schaffen wir das. Oh yeah, wir schaffen das. Ein Kanzler gegen zwei Freezer. Let's go. Wir kämpfen wirklich gegen sie auf Augenhöhe. Okay. Okay, run, yeah, okay. Wer ist es auch quasi für diesen Partorino? Ich denke schon. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, nehmen wir den Kampf doch mit. Ja, den Kampf nehmen wir doch mit und dann machen wir jetzt Schluss für diesen Part. Guck mal, was hier jetzt dann abgeht, let's go. Keuch, weiter so, Team, wir haben es fast geschafft. Die Helden sind erschöpft von den vielen Kämpfen. Zum Glück haben wir noch die Oberhand. Hört nur, diese geschafft haben, die Arroganz. Sie denken, sie haben schon gewonnen. Ihr Narren, das war doch gar nicht eine volle Stärke. Was war das? Oh, oh, was geht jetzt ab? Werden die jetzt zu Celzin und Freezer sehen? Hä? Ah, ne, entschuldigt das. Wie hübsch Cell geworden ist! Freezer ist breiter geworden, Cell ist einfach hübsch geworden. Wie breiter geworden ist, keiner weiß. Ja, let's go. Sehr schön. Immer dieses So. Damit alle wissen, das geht wieder weiter. Genau das. So, nicht lange reden. Angreifen. Ja, komplett aus der Runde. Komm du mal ran, Junge. Komm du mal ran. Komm schon mal hoch zurück, ne? Let's go. Yidaro! Was für eine Kraft du siehst. Oh, nice. Wir werden immer besser und besser. Hoffentlich bleibt das auch so. Oh, Cell, was hast du verlaufe? Ich glaube schon. Komm ran, Junge. Rebellierst du gegen deinen Bruder oder was? Junge, frisst das. Der denkt. Was denkt er sich? Oh mein, ja, jetzt komm du mal ran. Jetzt The Legend of Rune Zeit. Kraftmodul her, bitte. The Dead Machine, dankeschön. Aber Dead Machine, wir greifen eh zuerst an, die haben nicht so viel. Deswegen. Nee, wir machen ein bisschen andere vier, let's go. Wir greifen eh zuerst an, die haben nicht so viel Kraft. Deswegen passt das. Let's go. Ikuso. Der geht alle nach vorne, außer. Ja, aber Trainer ist das nah, wirklich jetzt, wir machen gleich Schluss. Außer jetzt. Oh je, ich hoffe meine. Oh nein! Wenn mein A-Button jetzt einfach nicht geht, dann ist RIP. Überleg mal. Komm, Jungs, let's go, greift an. Oh, 20.000, sehr schön.
runter damit. Hier, kleiner Bruder, frisst das. Du Lappen. Boah, wie schauen. Geil. Nein, I don't wanna know if you're playing. Sharingan. Easy. Bam, bam, bam. Verfolgechance, du hast. Brrr. Bam, bam, bam. Faust ins Gesicht. Easy! Moduleffekt aktiviert. Sniper! Piu, piu, piu! Ah, 1200 reicht leider nicht. Egal, wir snipen den mal. Bam! Der hat so überlebt. Ja, egal, ich aktiviere jetzt einfach meine CAs. Das gibt mir bitte weg damit. Ja, das können wir zeigen. Das können wir zeigen, komm. Easy. Und dann, ja, beenden wir den Kampf hier an der Stelle, Freunde. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Was gewinnen wir eh? Wir gucken uns dann natürlich die Sequenz danach an, was so abgeht. Und dann. Genau, dann gucken wir, was die Sequenz jetzt danach noch abspielt, was sie zu sagen haben, nachdem wir die beiden geklatscht haben. Und, ja. Easy. Die sind zwar stark, aber Tralala. Komplett müssen wir alles klar, dass wir haben euch gedappt, was mit euch. Die tun so, als hätten die noch irgendeine Chance. Naja, Freunde, würde ich sagen, so viel zu diesem Part. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und das nächste Mal machen wir von hier aus weiter. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.